bin Günther Jankowski. Wir sind hier am Bergensee in Bislich. Und das ist unser Angelgewässer hier vom ASV Schelmeck-Bricht. Bin der erste Vorsitzende hier seit 2014. Mit meinem Gefolge Volker Hansen, der zweite Vorsitzende. Meine Frau, die Schatzmeisterin und Schriftführerin. Meinen beiden Gewässerwarten, Dirk Wellers und Carsten Körber. Und meinem Webmaster Sebastian Schmitz. Führe das Ding jetzt hier in den ganzen Verein auf Vordermann gebracht. Und seit 2014 machen wir das jetzt. Und denk mal, wir haben es gut gemacht bis jetzt. Sind eigentlich alle zufrieden. Ja, der Verein ist von 1974 gegründet. Da hatten wir auch mal die Lehmkuhle in Schermeck, die wir leider nicht mehr zupachten durften. Das ist unser Standort jetzt, weil wir auch die Lehmkuhle nicht mehr haben. Das ist der Bergensee, der ist im Wesel Bislich. Das ist leider nicht Schermbeck, aber wir sind alle froh, dass wir ein Loch haben, wo wir angeln können. Das Gewässer hat 25 bis 26 beangelbare Hektar. Hier ist alles an Fisch drin, hier ist Hecht drin, hier ist Zander drin, hier ist Barsch drin, Aale, Schleien, Rotaugen, Rotfedern. Wir haben hier sogar Sonderdinger drin, Sonnenbarsch, Steinbeißer, Schmerlen, also ganz gut bestückt und man kann sich hier einfach nur erholen. Ich komme hier runter, ich kann die ganze Woche noch so gearbeitet haben und Stress gehabt haben oder dies gehabt haben. Wenn ich hier bin, baue meine Hütte auf, mein Zelt, trinke den ersten Kaffee, dann habe ich Ruhe. Dann kann ich den Schalter umlegen von on auf off und dann kann ich hier runterfahren. Besser als jeder Urlaub, auf jeden Fall, definitiv. Ja, wir könnten noch ganz gute Mitglieder gebrauchen. Nicht allzu viele, weil wir auch nicht übergroß werden wollen. Wir wollen so unsere 140 Leute haben, maximal so 150, aber wirklich dann maximal. Und die dann hier mit, die das auch wertschätzen. Die wissen, wir haben hier zum Beispiel einen hinten, der hat einen Angelplatz. Hier gibt es nicht meinen und hier gibt es nicht deinen Angelplatz. Jeder, der kommt, kann sich hinsetzen, wo er möchte. Aber der macht einen Angelplatz, als wenn er den, als wenn er da die Patenschaft von übernommen hat. Der ist gepflegt wie bei sich zu Hause, sein eigener Garten. So hat er den da gepflegt. Solche Mitglieder, die so ein bisschen wertschätzen und die sagen, boah, wir sind hier in Ruhe, ich höre hier nichts, ich schließe vorne das Tor auf, schließe das Tor ab und dann kann ich abschalten. Hier habe ich meine Ruhe. Ich muss nicht unbedingt. Es ist ein schöner Nebeneffekt, es ist Fisch genug drin hier bei uns im Bergensee, aber es ist auch so ohne Fisch ganz angenehm und man kann sich hier wirklich runterkommen. Kann noch so viel Stress gehabt haben, hier kommst du runter. Dann kommen die Tiere vorbei, zum Beispiel den Schwan haben wir jetzt hier mit zwei Jungen, oder die Enten kommen vorbei, man sieht den Biber hier mal, oder den Eisvogel, wer hier lang fliegt. Es ist einfach nur Natur und schön.